Arthur Schwarz, aktiver Freizeitsportler, bis anhin immer gesund. Herr Schwarz verspürt plötzlich ein seltsames Engegefühl auf der Brust. Er muss anhalten und tief durchatmen, worauf das drückende Gefühl etwas nachlässt. Aber schon nach wenigen Schritten kommt diese Beklemmung wieder. Und diesmal braucht es deutlich länger, bis es nachlässt. Herr Schwarz spürt, dass etwas nicht in Ordnung ist und sieht sich nach Hilfe um. Da weder Spaziergänger noch Wanderer in Sicht sind, greift er zum Telefon und wählt die Notrufnummer 144. Die Notrufzentrale erkennt die alarmierenden Symptome eines möglichen Herzinfarktes und organisiert die sofortige Erstversorgung. Nur wenig später landet ein Rettungshubschrauber der Schweizerischen Rettungsflugwacht Rega am Einsatzort. Das Rettungsteam besteht aus der Notärztin, dem Rettungssanitäter und dem Piloten. Sie verfügen über eine komplette medizinische Ausrüstung, um die notwendige Erstversorgung sicherzustellen. Bei Herrn Schwarz angekommen, verschafft sich die Notärztin ein Bild der Lage. Der akute Herzinfarkt ist rasch erkannt und die notwendigen Sofortmaßnahmen werden eingeleitet. Ein peripherer Zugang wird gelegt und der Herzrhythmus monitorisiert. Herr Schwarz kriegt Sauerstoff, Aspirin. Die Gabe von Nitraten wird evaluiert. Gleichzeitig organisiert der Pilot die sofortige Verlegung ins Spital für die Behandlung mit dem Herzkatheter. Die Angehörigen des Rettungsdienstes arbeiten rasch, denn sie wissen, bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute. Das Team ist jederzeit bereit, mögliche akute Komplikationen des Herzinfarktes wie Herzrhythmusstörungen, Herzstillstände, verstärkte Schmerzen oder Blutdruckinstabilitäten sofort zu behandeln. Während dem Flug geht es Herrn Schwarz bereits besser. Die Schmerzen haben etwas nachgelassen. Er kann in soweit stabilem Zustand ins Spital gebracht werden. Die Helikoptercrew übergibt Herrn Schwarz dem Notfallteam vom Spital und rapportiert die klinischen Daten über den Zustand des Patienten und die bereits durchgeführten therapeutischen Sofortmaßnahmen. Herr Schwarz, Gruner ist mein Name. Im Herzkatheterlabor wird Herr Schwarz über den geplanten Eingriff informiert. So wie es aussieht, haben Sie einen Herzinfarkt. Lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen sind bis jetzt keine aufgetreten. Der Blutdruck ist stabil, allerdings hat Herr Schwarz nach wie vor leichte Schmerzen auf der Brust. Die Vorbereitungen im Labor laufen auf Hochtouren. Die gesamte Umgebung wird steril abgedeckt, die Haut in der Leiste desinfiziert und das Material für die Untersuchung vorbereitet. Eine Narkose braucht es für den Eingriff nicht. Der Patient ist während der ganzen Untersuchung wach, kann an den Monitoren das Geschehen verfolgen und jederzeit mit dem Arzt reden. Noch während die letzten Anschlüsse der verschiedenen Infusionen konnektiert und gespült werden, bereitet der Arzt in der Leiste den arteriellen Zugang vor. Durch diesen Zugang wird unter Röntgenkontrolle ein Draht in der Hauptschlagader bis zum Herz vorgeschoben. Das ist absolut schmerzlos, denn die Blutgefäße haben keine Nerven auf der Innenseite. Nun werden entlang dieses Drahtes wie auf einer Schiene verschiedene Katheter bis in das Herz vorgeschoben. Die Katheter sind so vorgeformt, dass sie mit nur wenigen Manipulationen in die Abgänge der Herzkranzgefäße passen. Damit die Ärzte die Herzkranzgefäße bei diesem Manöver besser sehen können, wird Herrn Schwarz ein Kontrastmittel verabreicht. Mittels zwei Röntgenröhren, welche in verschiedenen Positionen rund um den Patienten gebracht werden, können Aufnahmen der Herzkranzgefäße aus verschiedenen Perspektiven gemacht werden. Schnell erkennt das Team die Verengung der Vorderwandarterie, welche die Symptome von Herrn Schwarz verursachen. Die übrigen Gefäße sind soweit gut durchblutet. Es wird beschlossen, das verengte Herzkranzgefäß mit einem Herzkatheter zu behandeln. Ein kleiner Ballon, welcher auf einem Katheter montiert ist, wird entlang dem Draht bis zur verengten Stelle ins Herzkranzgefäß geschoben. Aufblasen. Bei der kritischen Stelle wird der Ballon mit Überdruck aufgeblasen und so die Verengung erweitert. 16 und ab.
Nun fließt schon wieder deutlich mehr Blut. Allerdings ist das Problem noch nicht nachhaltig gelöst. Die Ärzte platzieren aus diesem Grund einen sogenannten Stent. Es handelt sich dabei um ein feines Metallgitter, welches im Herzkranzgefäß implantiert wird, damit das Blut auch langfristig wieder gut zirkulieren kann. Okay, Herr Schwarz, ich zeige Ihnen, was wir gemacht haben. Das verengte Blutgefäß konnte wieder geöffnet werden. Nun wird der Herzmuskel wieder durchblutet und mit Sauerstoff versorgt. Die Schmerzen von Herrn Schwarz sind zu diesem Zeitpunkt verschwunden. Der Arzt erklärt dem deutlich erleichterten Herrn Schwarz die Intervention und bespricht mit ihm das weitere Vorgehen. Herr Schwarz kommt zur Überwachung auf eine Intensivstation und kann schon am Folgetag in ein normales Spitalzimmer verlegt werden, wo er sich vom Herzinfarkt erholen kann. Die Ärzte erklären Herrn Schwarz die in Zukunft notwendigen Medikamente. Dann weiteres Medikament, um das Blut aufzudünnen. Das geben wir allen für ein Jahr. Cholesterinsenker geben wir auch für immer. Müssen es dann so viele Medikamente sein? Ja, ohne Medikamente geht es nicht. Wir haben das jetzt nur flicken. Jetzt müssen wir schauen, dass es so bleibt. Und für das braucht sie Medikamente. Dank dem raschen Handeln aller Beteiligten und der nachfolgenden regelmäßigen Medikamenteneinnahme hat das Herz von Herrn Schwarz praktisch keinen Schaden genommen. Schon nach 3 Monaten läuft er wieder jeden Tag und fühlt sich so leistungsfähig wie vorher.